Hallo, hallo, hallo. Hallo, Zuschauer. Hallo, Zuschauer. Hallo, hallo, hallo. Gut. Niemand da. Nein, es geht mir nicht darum. Man muss mich auch nicht x-mal hören. Gut, willkommen zu. Ja, das heißt, den richtig anziehen. So. Ja. Soll ich einen neuen Versuch machen? Nein, ich lasse es so. Schauen, ob alles richtig funktioniert. Aber es sollte eigentlich. Ja, ich kann ja mal kurz zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Nein, 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 nein. Software beenden. Starten. Ja, was spielen wir? Oder was spiele ich? Und ja, es wird dann auf YouTube hochgeladen. Aber ich streame hier auf Twitch, denn ich möchte das streamen soweit. Wir haben natürlich die Wahl zwischen Bowser's Fury und Super Mario 3D World. Und ich habe vor, ich habe gestern noch geschaut, wie weit bin ich im Let's Play. Ich bin da in Welt 5 vor diesem Untergrundlevel. Und ich hatte es eigentlich nicht vor, aber wir spielen jetzt erstmal Bowser's Fury. Wow, da hat gerade ganz schön der Controller vibriert. Okay. Dann hoffe ich mal, dass alles funktioniert soweit. Wie gesagt, es geht mir jetzt nur darum, so weit zu spielen wie im Let's Play. Soweit. Und dann geht natürlich das Let's Play weiter mit dieser Edition. Weil meine Mario 3D World Edition ist ja von Seemu und ist nicht einwandfrei, aber nochmal neu starten wollte ich nicht, also, you know what I mean. Ja, Ladezeiten sind schöne Zeiten. Ich möchte es nur mal ausprobieren, ich möchte nicht hier stundenlang Bowser's Fury spielen. Okay. Intro ähnelt schon mal dem Bekannten, ne? Ein Hinweis auf Mario Sunshine! Ich wüsste die Lüge, wenn ich sagen würde, Mario Sunshine ist mein Lieblings-Mario-Titel, aber was hat diese Referenz zu bedeuten? Mir zieht ständig das Headset nach unten. Weil ich habe hier umgesteckt und habe aus Versehen, ja, muss dann kurz eine Pause machen. Tut mir leid. Okay. Wir haben freie Kamera. Schön. Sieht alles sehr gut aus. Es ist alles düster. Habe ich hier Ego-Ansicht? Ego-Ansicht. Nein? Ach. Hä? Ach, ich dachte, ich hätte Ego-Ansicht. Also, 3D ist schon mal die halbe Miete für mich. Was haben wir denn hier Schönes? Also, die Steuerung ähnelt sehr Mario Odyssey, was ja auch nicht schlimm ist, oder? Hallo? Ah, nee, nee. Steuerung ist doch nicht Mario Odyssey. Komm auch so hier hoch. So weit, so gut. Da hinten ist Bowser und er bewegt sich sogar. Alter, das. Da krieg ich fast ein bisschen Schiss. Das hat voll Yoshi's Island Vibes. Und. Weißt du was? Ich muss hier. Ich habe so viel Mario Odyssey gespielt, ich habe ein bisschen die Steuerung von Mario Odyssey noch drin. Ja, da ist ein Schiff. Steuerung ist schon mal weg. Hier.
Hätte gern. Nein, 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 nein. Ich will horizontal, vertikal, Spiegelverkehr, Kammempfindlichkeit sehr normal oder hoch? Ja. Wenig Hilfe. Ist gut, ist gut, ist gut. Ja. Okay. Und so außergewöhnlich düster, oder? Außergewöhnlich düster, muss man sagen. Ja, Godzilla lässt grüßen, ne? Godzilla lässt grüßen, alles klar. Hokachira, Godzilla! Alter, so richtig. Ich weiß noch genau, als ich damals Mario Odyssey, Mario Yoshi's Island für den SNES, ne? Am Endboss. Voll der riesige Baby Bowser. Und das sind halt genau dieselben Vibes. Also ich hab da schon richtig Schiss. kurzer Soundcheck, Moment. Klappt soweit. Also ich mir graust ein wenig. Im positiven Sinne. Und ja, es hat wirklich. Ne, es hat schon wirklich Mario Sunshine Vibes hier. Okay. Wo ist Wario, wenn man ihn mal braucht? Mensch. Ja, ich kann springen. Danke, ich bin nicht zum ersten Mal ein Mario-Spiel. Da drüben leuchtet etwas und da ist auch Pause, so riesige Pause. Scheiße! Warte, warte mal. Ich habe doch im Trailer was gesehen. Kannst du. Ja? Moment, mich juckt's im Auge. Entschuldigung. Ah. Entschuldigung, sorry. Was hast denn du für Puste? Da kann ich mal sowas zum Schmelzen bringen. Was hast denn du für Puste? Lava! Die Blöcke sind stärker als Lava. Alles klar. Gut. Ich hab gar keinen Schiss. Ich bin mutig. Bowser's View. Ich bin nur ein kleiner Klempner, tu mir nicht weh. So muss ich hier rüber. War er nicht hier? Ach so, er hat blockiert. Alles klar. Alter! Bowser's Fury! Ich fühle mich beobachtet. Ich will mich beobachten. Okay, hast du ihn insigniert? Oder bin? Leuchtturm? Was für ein Leuchtturm? Besoffen oder was? Aha! Und das macht jetzt was? Oh, es blendet ihn! Okay. Oh, er hat eine Energieanzeige! So ein riesiger Bowser ist einfach mal lichtempfindlich. Oh, sieht so genial aus. Das 8-Bit-Sprite. Alter, das war jetzt ein Auftakt. Meine Güte. Okay. Sehr schön. Wow. Das sieht gut aus. Eine neue Welt.
Ich weiß nicht, wie groß sie ist, aber sie scheint groß zu sein, da man ja auch Plessy wieder sehen wird. Jetzt werde ich mal sehen, was es hier zu begutachten. Vögel mit Katzenohren, dass man nicht der richtige Widerspruch ist. Juhu! Hier vibriert was. Aha. Bin mir gewohnt, dass es Monde gibt, aber gut. Gut. Schöne Musik! Okay. Er ist also von da gestartet, ne? Was ist das hier? Eine Mauer? Hä? Was ist das? Ist ja nicht schlau draus. So, jetzt starten wir. Also, wie es einfach da rumschwebt. Ja, Calamity Bowser, ne? Calamity Bowser. Nein, sehr, sehr nice. Was hat das Ganze mit... Ach, das ist sein Schiff. So eine Fluggaleere. Also, man könnte jetzt hier Theorien aufstellen, ne? Ist er hier gestrandet? Wurde er infiziert? Also, er ist ja quasi infiziert worden. Von dem ganzen Zeugs hier. Eine Glasröhre. Und das bringt jetzt zu was genau? Da oben leuchtet es und es vibriert. Ein Pilz. So kriege ich einen Pilz. Ah! Mage World Vibes. Oh yeah. Ah, ich dachte, da wackelt wie so ein Toad rum. Nein, nein, das ist immerhin ein. Es ist Baby Bowser. Nein, Bowser Junior, ich depp. Bowser Junior. So, ich möchte hier nicht allzu viel spielen, denn ich möchte wirklich, wirklich Mario 3D World spielen. Na du? Na, was hast du denn für ein Problem? Ja? Dein Daddy. Er wurde bemalt. Jetzt ist er böser Daddy. Manche mögen ja einen bösen Daddy. Anderes Thema. Nicht gemeiner, böser Daddy. Böser Daddy. Ah, sorry. Es scheint, Bowser Junior ist in Schwierigkeiten. Wer spricht hier? Mario, Papa. Ah, Mario, Papa ist völlig außer Kontrolle. Ich weiß nicht, was passiert ist. Jahre lang nervt er uns und jetzt, ach, kannst du mir helfen? Er ist so richtig. Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber ich bin so groß und wild. Ich schaffe es nicht, Papa allein zurückzuverwandeln. Aha. Schaut dir jetzt Baby Bowser Junior so an. Ich würde dich normalerweise niemals um Hilfe bitten. Aber ich würde alles dafür tun, Papa zu retten. Also, bitte hilf mir, Mario. Ja, passt schon. Okay. Du hast dich mit Bowser Junior zusammengetan. Okay. Aber wie viel Hilfe... Aber wie... Was? Wie viel Hilfe wünschst du dir überhaupt? Viel Hilfe. Natürlich. Du hast Bowser Junior um viel Hilfe gebeten. Du kannst diese... Ja. Eine Sache noch. Wenn du einen Joy-Con mit einer zweiten Person hast, kannst du mit Person... Ja. Logisch. Danke. Also, ist das quasi Mario Sunshine 1.5? Nein, ich gehe nicht hin. Ja, was ist? Ach so. Der ist hier quasi der Gorki von Mario Sunshine, Mario Odyssey, ja? Ah, sag mal rein, das ist gut. Ah, ist gut. Mein Diener! Nein, natürlich. Was? Ah! Samtpfoten und Küste, lass den Leuchtturm strahlen schon wieder. Okay.
Ich mache mal die ersten Sinn, damit wir wissen, wie das Ganze funktioniert. Sollte wohl dahin, oder? Ja. Ich komm ja. Okay, 5 Insignien muss man. Brauchen wir. Kann Mario schwimmen? Ja, kann er. Kann er auch tauchen? Nein, kann er nicht. So. Na, ist schon ein bisschen übertrieben. Ist ein bisschen übertrieben. Gibt es auch Normalhilfe? Nein. Und wir sind wieder mal Katzen-Mario. Ist doch schön. Wenn ihr mir auch die Arbeit wegnimmt. Aber gut. Sonst haben wir nicht so viel Besonderes. Ja, ich lasse den Leuchtturm schon strahlen. Trotzdem. Ja, ist gut. Danke. Was ist das? Eine rote Dings. Wo ist die erste? Wo ist die erste? Vermisse ich jetzt schon was. Ah! Okay. Aber das hat er bitte nicht gesehen. Nice. Sind das die Comet Coins oder die roten Münzen? Wer weiß. Hallo. Was bringst du mir, außer dass du dich an mich ankuschelst? Hey. Seid ihr. Nicht, dass ihr nützlich sein müsst, aber. Ich frage nur. Nett? Ich find's nett. Mal was anderes, ne? Videospiele verleiten zu Gewalt! Ja, doch ganz sicher noch mehr zu. Ah ja. Ah ja. Was? Feuerblume? Wieso? War ich eine Feuerblume? Und hier unten ist nichts, oder? Doch, da sehe ich doch was. Noch mehr Items. Alles gut. Wow! Was war denn das jetzt? Es hat vibriert. Hat extrem vibriert vorhin. Na gut. Da kann ich nichts, oder? Ja, ich komm, ja. Chill doch. Okay. Okay. Bedeutet was? Och nee! Oh. Hey. Panik, 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 Panik. Oh. Spuckst du Feuer? Er spuckt Feuer, oder? Okay. Eine Katzeninsignie. Eine von zwei. Ach so, das ist der Leuchtturm. Ach, und jedes Mal, wenn man. Aha! So geht das. So läuft das. Alles klar, alles gut. Ich kapier's. Ich kapier's. Okay. Nein, das Prinzip ist gut. Ich frage mich nur, ob das jetzt Zufall war, dass er da aufgetaucht ist oder nicht. Also anstelle, wo man ihn braucht, da erwacht er, oder ob das jetzt wirklich Zufall war. Ich weiß noch nicht, was.
Ja, also das Prinzip ist gut, ne? Das allein hätte jetzt nie, ja, das allein hätte jetzt nie einen Kauf gerechtfertigt, aber als Zusatz, als Mehrwert ist es gut. Habe ich nichts einzuwenden. Bin ich denn jetzt? Ach so. Entschuldigung, wenn ich vergesse zu rennen. Ich bin mir immer noch an Mario Odyssey gewöhnt. Aber er hat schon einen ziemlichen Zacken drauf. Wenn der will, ist er Mario schnell. Ach komm schon. Kommt man da hoch? Gar nicht, oder wie? Ah, okay. Mann! Ja, schon vier in sie, schon vier. Okay. Bin ein bisschen schläfrig, ja. Also nicht müde, aber wie geht das hier? Komme ich aber nicht hoch. Dahin. Das Licht eines Kasteninseln lässt sich klebrig dunkle Zeug verschwinden. Manche der Kasteninseln können jedoch ein wenig schüchtern sein. Solltest du nicht fündig werden, sieh dich auf anderen Inseln um. Inseln mit Leuchttürmen sind immer ein guter Startpunkt. Am besten suchst du dir einen hochgelegenen Ort und suchst dir von dort aus die Umgebung ab. Ja, ich bin ja dabei. Also eigentlich würde ich gerne darüber kommen, aber so einfach geht das wohl nicht. Hä, wieso habe ich jetzt? Ja. Ruhig. Blume. Bin ich schon wieder nach unten? Ein solcher Sinn fehlt mir noch. Wo ist die? Ah. Nein, so geht es nicht. Kommt da nicht hoch. Was ist denn da drüben? Können die mir helfen? Ach Mensch. Ja. Bringt. Was genau? Jetzt. Okay. Und was bringt das? Entschuldigung. Was bringt das? Keine Ahnung, was das überhaupt bringt. Und ich will da hoch. Ich möchte noch eine Insigne. Ich meine eine, sorry. Ach, hier waren wir ja schon. Ich kapiere nicht, wo noch was ist.
Die Katzen, weiß ich auch nicht, was die für einen Sinn haben hier. Okay. Ich würde gerne da hochkommen, aber momentan geht das wohl einfach nicht. So, mal eben die ein. Ich suche noch eine Sache, eine Insignie, und ich komme einfach nicht da hoch. Es hat wieder vibriert, das heißt, Bowser wird anscheinend gleich wieder erwachen. Oder? Trotzdem werde ich aus der ganzen Geschichte nicht schlau. Wie man da rüberkommt zum Beispiel. Ah, ja. Es ist wohl wirklich Zufall. Ach so! Alles gut. Die Büsis? Die Ka. Aha, wenn die jetzt böse? Das ist ja gemein. Na gut, jetzt. Was hat das jetzt für einen Sinn gehabt? Ich dachte, hier ist die letzte Insignie, aber. Letzte Emblem, oder wie man das nennen soll. Ich kapier's nicht. Autsch. So, was so. Hä? Was haben denn da noch groß gemacht? Ja, Bowser's Fury. Aha. Also die letzte Insignie darf ich, das letzte Bild darf ich nicht finden. Darf ich das so verstehen? Sollte mir vorenthalten. Na gut, daneben. Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Wow, eine Gigaglocke. Über die Dinge habe ich mal einen coolen Spruch gehört. Ich glaube, der ging so. Wenn das Monster sich erhebt, wird die Gigaglocke ertönen. Oder so ähnlich. Aber erst müssen wir das klebige Zeugs herunterbekommen. Mit mehr Katzen in Sinn sollten wir das schaffen. Okay. Und ich suche noch kurz ein wenig weiter das letzte Signe, das Symbol, wie man es nennen soll. Hä? Hey? Was soll das jetzt? Brauche ich den? Schatten Luigi! Hey, was bringt der mir? Ich komm nicht hoch. Ja, danke. Ist aber was Originelles, ne? So. Die Itemboxen sind alle wieder gesettet. Also ich bin schneller als er. Mal interessant. Und jetzt? Ah, okay. Der Wutschatten war das. Ich hab was gelernt. Aber trotzdem fehlt mir immer noch ein Symbol.
Also was, ich muss hier wieder auf mehr Hilfe setzen, das nervt mich. Wenn du, Bowser Junior, wenn du weißt, wo die letzte Insignie ist, zeig's mir. Also mein Emblem. Irgendwo sein. Hier unten irgendwo. Komisch, wirklich komisch. Werd nicht schlau draus. Hallo, ich möchte da hoch. Alter! Ja, mal runterfallen. Gut, also kein Symbol mehr. Ich hätte gerne ein Symbol. Wann immer das letzte ist, ich muss das mal nachschauen. Muss doch irgendwo sein. Naja! Okay, wir machen noch kurz. Ja. Können wir jetzt aktivieren. Danke. Ach nee, können wir noch nicht aktivieren. Ja gut, ich werde das mal googeln. Aber bis dahin. Oh, das einfach. Nee. Hä? Warte jetzt mal, wo kam ich überhaupt her? Hier, oder? Nein. Wo kam er her? Das ist nicht das Symbol, das ich brauche. Habe ich den Faden verloren? Wo kam er her? Wo gehe ich hin? Da? Nein. Wo bin ich jetzt? Aha. Total den Faden verloren, wo ich hin muss. Wo ich war. Naja. Soll wohl heißen, ich soll mich nicht mehr damit befassen. Das war Bowser's Fury. Wir werden das noch sehen. Ich werde das noch weiter let's playen. Aber erstmal wechseln wir jetzt zu. Ja, Titelbildschirm und dann geht's weiter mit dem Hauptspiel. Darauf freue ich mich sehr. Gut. Wie wir es schon kennen. Und wir wechseln ab. Bei jedem Level. Aber anfangen tun wir mit Mario. Denke, nein, ich will hier kurz mal schauen. Ist richtig streamt? Ich denke schon, ja, es streamt tut es eh richtig. Ja, ich denke, den Rest kennen wir, oder? Gut, fangen wir an mit dem ersten Level, wie wir es kennen. Ja, springen, springen. Gut, danke. Ach, ich hab's richtig Lust drauf. Mario 3D World, wie wir es kennen und lieben und alles. Ach, ist das schön. Ja, ich denke, ich habe hier Heimvorteil. Ich weiß genau, wie das Spiel funktioniert. Es ist ja kein großes Geheimnis nach. Ja, wann kam das Spiel raus? 14? Und auch in Mario Maker 2 ist hier diese Stage im Hintergrund zu sehen.
Auch sonst gibt es hier nichts viel Neues. Wir müssen natürlich die Silbersterne und soweit ich weiß auch. Sag schnell! Die Stempel oder was es hier auch gibt finden. Ein Silberstern haben wir schon mal. War ja nicht schwierig. Alles sehr schön gemacht. Meine Wii U war schon HD, aber Switch setzt dann wahrscheinlich noch eine noch einen Zacken oben drauf, oder? Nehme ich mal an. Nein! Oh. Hier ist nichts versteckt. Nein, gut. Bäm! Die Glasröhren, die haben hier Einzug gefunden. Sehr gut. Ja, damals war es natürlich. Achso. War natürlich so, dass auch wieder der Touchscreen vom Wii U war natürlich unnötig, wieder mal, weil man kaum etwas hatte, hier das Touchscreen rechtfertigte. Ach doch, das sind Stempel. Okay. Gut. Und der gibt uns was genau? Ich denke, wir werden es dann erfahren. Ich habe mich nicht so sehr informiert. Aber hey, es macht so viel Spaß, wieder mal Mario 3D mal zu spielen. Hallo. Und es gibt den Gigapilz, der mir auch mal zu geht. Bam, 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 bam. So, das war schon alles. Ich habe aber noch was, was ich haben will, nämlich genau den letzten Grünstern. Und ich hätte nicht gern eine Glocke. Hallo, Glocke. Glocke. Glocke? Keine Glocke? Ah, hier, 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 hier. Dankeschön. Und was haben wir hier? One-Up! Yeah! Ja, ich habe Heimvorteil hier. Ich kenne das Spiel fast auswendig. So. Erstes Level gemeistert. Ach, war das schön. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Läuft. Alles gut. Ja, es gibt hier sehr viel zu entdecken. Ach, das war schon. Ich dachte, es kommt Erklärung oder sowas. Gut, es gibt eine Oberwelt, eine einfach gehaltene. Die zweite Welt ist immer eine Grotte. Meistens. Warte jetzt mal. Nein, ich nehme. Haben wir nicht Zufall? Ich dachte, man kann Zufall. Hier konnte man Zufall. Hä? Ist egal. Ich denke, wir werden schon noch rausfinden. Aber es macht Spaß und ich hatte so Lust und habe mir die Zwischenzeit mit Mario Odyssey ein bisschen, dass ich auch nach 3 Jahren endlich wieder mal spielen wollte. Oha! Feuer! Aha! Und hier gibt es natürlich, wenn ich mich richtig erinnere, kann man hier. Das war nicht so klug. Ich dachte, man kann hier. Hä? Das hat nicht so geklappt. Ah! Ja, das sieht man ja im Let's Play. Part 2. Unendlich Leben. Und ich mache lieber das Level weiter, statt mich damit rumzuärgern. Ach, vielleicht offscreen wieder. Mann, nerv mit! Da oben ist nicht. Ach, ich weiß nicht. Egal. So. Wow, das war knapp. Hat sie noch gebasht. So.
mal weg. Du nervst! Was du es weißt. Bam. Ja, es hatte damals schon einen Anstich von einem zwischendurch Mario-Spiel, aber es ist gut. Ich will nicht sagen, es ist schlecht. Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, es ist sehr, sehr gut sogar. So, eine könnte ich auch so machen. Wow. Da bin ich quasi überspringen, ehrlich gesagt. Okay. Wow! Das war nicht. Münzen! Nobel muss die Welt zugrunde gehen. Alles klar. Dann gehe ich wieder zurück. Die machen das Level, wie man es machen soll. So läuft's. Hier ist ein versteckter Block. Noch ein versteckter Block. Ist immer gut, wenn man das Spiel kennt. So, hier oben gibt's was Geheimes. Zahlungsbereich? Nein. Danke. Ein Stern für den Win. Gut. Sonst. Hey! Oh, der Arsch. Da nehmen wir doch mal mit. Was haben wir denn hier? Oh, oh. Ja, ich kann das spielen. Das bin ich nicht über. Hä? Hallo. Ja. Mann! Nerv halt. Komm ich da rein? Ja. Yeah, Stempel! Ja. Was macht denn das jetzt? Ach ja, genau. Ah! Da kommst eben du her. Komm her, Uli. Ah! Machen wir es eben so. Alles gut. Dankeschön. Und weiter geht's. Das ist gut. Ah! Mach ja schon die goldene Fahne. Yes! Aber zufällig kann man nicht mehr wählen, oder? Charakterauswahl. Zufällig geht nicht mehr. Schade. Aber gut. Nehmen Sie! Aha! Aha! Es gibt doch keinen Speicherbildschirm mehr. Ja, ich finde, es wurde optimiert, finde ich. Wir kommen in Toadhaus, du kannst deine Schachteln öffnen. Sicher findest du ja nicht was Nützliches. Yeah, Baby! Das gibt Punkte hier. Dankeschön, Toad. Gut, dann auf zu den Chucks. Football Chuck. Gibt einen Grünstern. Also früher konnte man da. Ach so! Ja, ich sehe es, ja. Dann kommt doch mal her. Dankeschön. Ich bin pragmatisch. Ach, es macht so Spaß, es macht so Spaß, es macht so Spaß. Hm.
Ich hätte es auch an einem Stück aufnehmen können, aber nein. So, da drüben ist ja noch was, das weiß ich genau. Und ja, ich streame hier, es ist nur niemand im Chat, aber es macht auch gar nichts, denn ich habe einfach hier meinen Spaß. Und ich hoffe, das merkt man und wenn nicht, dann tut's auch nichts zur Sache. Nein, es macht wirklich sehr viel Spaß. So, jetzt haben wir auch schon alle Charaktere einmal gespielt. Vier Level, vier Charaktere. Das ist doch gut. Peach hat aber nicht so viel Zielwasser, wie ich finde. So. Und noch nie. Ja, man sieht es ja so richtig gut. Also, Itembox ist jetzt auf Pfeil nach oben. Gut zu wissen. Läuft. Ja, ich kann es auch gleich so machen. Oder? Das ist ja easy peasy hier. Sorry. Dachte, ich wollte nur schauen, ob Steuerkreuz auch als Steuerung fungiert, aber nein, das ist hier. Ja. Sag schnell. Reserviert. Fotomodus. Ist auch nett. Ja, wo ist denn der Stempel? Das nur wisst. Wir haben schon fast alles gesammelt. Dankeschön. Habe ich noch was? Ah, ist schon nützlich. Stempel habe ich. Ah, es hat gespeichert. Okay. Hat mir überhaupt schon Checkpoint? Gibt es überhaupt Checkpoint? Ich glaube nicht. Ist auch kein. Doch, glaube ich schon. Die Messlevel habe ich einen gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Aber es wurde schon verbessert. Ne? Es ist schon besser geworden. Außerdem fehlt mir noch ein Grünstern. Ah, das geht nach oben, noch mehr nach oben. Ah, hier wieder sein. Muss ja fast. Was soll sonst gut sein? Okay. Die Wolke! Ja, Peach ist eben die langsamste. Was willst du da machen? Hallo, Dankeschön. Bäm! Ja, gut. Alles gut. Und Grünstern! Yeah! Alles geholt. Haben wir es geschafft. Und du kriegst auch eins auf die Mütze. Ja, so Katzenverwandlung macht sehr vieles einfacher. Ah, ich habe schon eine Glocke. Läuft! Schnell wie der Blitz! So, was haben wir noch? Dahinter schwebt was rum. Ach nee, das gehört zum Level. Oh, Plessy! Ja, nein, ich habe keine. Nein, ich habe kein Online-Spiel. Ich will auch gar nicht. Vielleicht später mal. Ich sage nicht nie, aber momentan habe ich da kein Bedürfnis. Und wir gehen mal da rein. Was gibt's denn hier? Nö, brauche ich nicht. Nein, nein, danke. Die Türen von Mario. Mario Bros. 2, habt ihr es gesehen? Ja. So, dann machen wir erstmal das hier. Ach, das ist ein Level. Okay. Ist auch nicht schlecht. Gut.
Ach ja, genau, man muss ja hier. Emulation sah das nicht so sauber aus, aber zum Glück ist das hier offiziell. So. Nette Musik. Ach! Ach! Hey Gott, Sakrament. Bam! Geht schneller so. Oh, was haben wir hier? Uno Grün Sterno. Mann! Mario, hast du Ziel was da vorne mit der Peach gekommen oder was? Okay. Ah, sehr. Doch, es gibt Checkpoints. Okay. Zum hatte ich das Gefühl, dass der Grünstern und alles Sammelbare gespeichert wurden. Dann meine ich das nur. Oh, ja, stimmt, da war ja noch was. Nerv halt! So. Oh! Mal rote Münzen. Dafür brauche ich nicht. Oh, sorry! Ich brauche wirklich keinen. Kriege ich auch so hin, ne? Wo sind wir denn da? Dankeschön. Was haben wir jetzt? Wir brauchen noch den Stempel und einen grünen Stern. Den grünen Stern sehe ich schon mal. Zeit gut geschrieben ist auch immer. Nice! Alter! Ist ja gar nicht nervig, nein. Hab doch ein Item, ja. Ja. Danke. Aber trotzdem sind die Grünsterne gespeichert. Das ist schon mal sehr nützlich. Läuft. Hier wird nichts gepfiffen und kopiert. Läuft! Oh, okay. Grünstern habe ich, oder? Mal kurz schauen. Ja, habe ich schon. So, was, sonst geht's ja nicht vorwärts. Nett gemacht, so Areale, aber ich brauch's nicht. Ich brauch's überhaupt nicht. Jetzt nur noch den Stempel. Ist der Stempel? Ich suche noch einen Stempel. Stempel. Nerv halt. Du kannst mich fett austricksen, ne? Nee, nee. So, ein weiteres Level. Und den Stempel sehen wir unten links. Zu sehen. Blendet ihn voll. Oh. Und die Glocke ist dabei. Sehr gut. Jetzt aber zum Plessy-Level. Das soll ja auch in Bowser's Fury wieder dabei sein. Und Toad ist auch dabei. Ach, ist das richtig Bock? Hab ich so richtig Bock? Ja. Gut und Samus. Hallo Plessy! Hab dich vermisst. Wieso bist du nicht bei Mario Kart dabei? Hm? Lass mich das mal erklären. Aber gut. Steuert sich eigenwillig. Passt schon.
Hey! Ah, doch. Sagen. Nimm mich mit, sagte Grünstern. Du brauchst wahrscheinlich sowieso zwei Durchgänge, oder? So. Stöng ist aber direkter, merke ich gerade. Stöng ist viel direkter. Da war es nicht so. Das ist Gott! Gerade noch andere Sachen. Gerade noch drei. Ist das nicht gespeichert? Ja! Ihr Sammelbari bleibt gespeichert. Gut. Zugeben, hier gibt es auch keine Checkpoints. Also, die Ringe. Die wurden ja nicht. In. Euer Odyssey. Und Sonic übernommen, die Ringe. So, steuert sich schon ein bisschen anders. Direkter. Aus dem beschissen für mein Verhältnis. Für mein Verhältnis ist ja nicht, dass das Spiel beschissen ist, überhaupt nicht. Ja, sammeln ein bisschen Ringe ein. Wir brauchen ja nur noch die Hälfte. Ein Stempel. Natürlich voll übersehen hätte ich nicht da. Er lässt sich noch ein bisschen zurückrudern. Das war vorher nicht so. Im Original. Okay. Ein Grünstern und den sehen wir ja. Ja, ich muss hier doch springen. Dankeschön. Also ich kann mich nicht in das Blässe sich im Original nach hinten steuern ließe. Er konnte sich abbremsen, aber nicht stoppen. Jetzt geht er sogar ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Also was fällt mir eben auf? Wollte gerade Stampfattacke machen. Aber es hat eine großzügige Hitbox, der Fahnenmast. So, Plessy als Stempel, ist das schön. Okay, und weiter geht's. Okay. Machen wir doch kurz. Warum nicht? Hallo? Blinkt wie eine Kuh. Springe, ja. Ja, danke. Am besten machen wir das. So. War nicht das Beste. Aber es hat was gebracht. One up! Ja, es hat was gebracht. One up ist Gold wert. Gut. Ja. Captain Toad, auch du gehörst dazu. Wenn ich es auch nicht gern zugebe. Hier kann man nichts wählen. Okay. Jo, Captain Toad, die Idee ist nett, aber ich mag den Toad nicht. Ja, ich weiß. Haben wir alles schon gesehen. Uno Sterno. Man gibt doch ein bisschen Gummi. Ich denke, es weiß jeder mittlerweile, dass ehrlich das als Zelda-Spin-Off gedacht war. Aber man dachte, nee. Link, der kann schon mehr. Deshalb hat man da genau, ja, wer kannte nicht so viel? Captain Toad. Nein, die Idee ist. Hallo? Hä? Gut. Wo bist denn du gewesen? Und die Kamera ist da ein bisschen bescheiden, oder? Ach so. Nein. Hä? Ah, so geht's, ja. Stimmt, ja. Da war ja was, ne? Es gibt massig Grünstern und das will man mehr. Capitano Todo!
Toto, jojo, Toto. Capitano. El Capitano, Toto. Sorry. Gut. Was haben wir denn noch? Haben wir noch was? Nein, ich glaube, wir können zum Boss. Ja, danke. Danke. Ansonsten ist hier nicht so viel los. Gibt es hier Schönes? Ah, okay. Büffi, Büffi, doch die Fee. 10 Sterne, ja, die haben wir gerade knapp. Läuft. Wer gibt was auf die Mütze? Luigi. Ama Luigi, Number One, Bowser's Fury. Bom und Bom. Gibt's was für uns? Also ich finde sogar, die Grafik hat sich an deutlich gebessert seit Mario. Dem Original. 3D World, sorry. Nervt mich nicht! Weg da! Was gibt es hier Besonderes? Nicht so viel. Ist hier oben noch was? Zeig, zeig, zeig! Natürlich ist da was. Ey! Die Musik ist echt genial. Ich liebe diese Musik. Der Stempel. So, was gibt's hier? Ganz viel. Ganz viel zu entdecken. Grünstern. Wen kümmern sich um die Grünsterne? Wahai! Na kommt. Kommt ihr, Wumps. Läuft soweit. Ach, das machen wir doch so. Wir haben doch Zeit. Zeit, Geld, Wirtschaft. Hallo? Google! Also geht's auch. War hier noch was versteckt? Nee. Aber wir haben ja schon alles! Wir haben ja schon alles. Name kommt hier! Das ist unser Lieblings, den wir am liebsten zusammenhauen. Ja, Bowser's Fury, schön wär's, ne? So, es geht weiter. Gen. Ich habe dich vorhin in voller Pracht gesehen. Jetzt bist du nur noch ein Zwerg. Na gut, der erste Bosskampf ist auch nie groß, ne? Entschuldigung, mich hat es in die Nase gejuckt. Und besiegt. Ta-da-da-da! Läuft. Guti, guti, guti! Wulli, wulli, wulli! Huli, huli, huli! Dubi, dubi, dubi! Zeit gut geschrieben. Ja, die Fee wartet auf uns, ich weiß. Ist ja nichts Neues, ne? Hallo. Gut. Sehr schön, sehr gut. Ja, ich drücke ja. Muss man nicht mehr drücken. Wieso? Diese Punkte sind das sowieso für die Katze, oder? Wer rechnet, profiliert sich heute noch mit der Highscore-Zahl?
Aber gut. So, auf in die nächste Welt. Eine Wüstenwelt. Wer hat denn schon einmal eine Wüste gesehen in Mario? Noch nie gesehen eine Wüstenwelt. Okay. Also dann, Wüstenwelt. Die heißt Picondors Wüstenruine. Selber Ruine. Sonst ist hier nichts. Dann waschen wir mal ein bisschen durch. Fischen. Nie was verpassen. Ne? Immer alles anschauen. Immer alles anschauen. Alles kann versteckt sein. Was das meiste ja auch ist. Okay. Zaster! Zaster! Und nochmal Zaster! Zwei One-Ups. Das ist doch gut. Jetzt brauchen wir noch ein paar Münzen für die Hunde. Ach, warte, hatte was im Auge, sorry. Gebe ich dafür Keks? In der Ruhe liegt die Kraft. Ah. Ist nicht mal so nötig. Baby, groß und minimal. Es gibt noch Checkpoints, alles klar. Das ein für alle Mal geklärt. Okay. Will ich doch irgendwie wissen. Gut. Kein versteckter Grünstern dort. Ja, mit Peach, nicht gerade. Das A und O hier. Ach komm, da kommt man doch hoch, oder? Ich brauch gerade kein Dings, aber hoch. Na gut, ich komm. Dann ist er auch nichts. Ja, für den Highscore. Nein! Ach, leck mich. Der Pilz des Todes. Nein, danke. Nervt halt! Ja, das war jetzt auch nötig. Hier glänzt doch was, oder? Yes! Was haben wir noch? Hier oben! Sonst nichts. Ah! Alles schön pech und man weiß nie, wann was versteckt ist. So, komm du Angsthase. Gib den Grünstern her. Danke. Und Tschüssikowski. Miau. Dramatik. Dramatisch, ne? Gut. Ich sehe bisschen, ich bin so richtig im Flow. Haben die eigentlich die geändert? Wie kommt es mir so vor? Sie viel ein bisschen geschmeidiger aus, ein bisschen farbkräftiger, vielleicht meine ich so. Naja! Was? Was? Ami? Ach so. Ich bin gespannt. Also, man sieht das sicher bei allen, was die Amiibos können. Ich bin doch gespannt. Was ist mit den Amiibo?
Okay. Aha. Brauche ich nicht. Aber nett gemeint. Und ein geschenktes Stempel. Danke. Die grüne Fee. Ist doch nice. Kein unnötiger Speicherbildschirm, das ist nett. Dann auf zu unterirdischen Schattenspiele. Ein sehr origineller Level. Finde ich sehr gut. Der Kannibale! Kannibalen! Smash-Kämpfer. So, sie sehen nicht. Also, der hat Appetit hier! Ja. Mir gehört mir gar nichts. Ach, sogar Feuer frisst der. Ich dachte, ich wäre Peach. Naja! Kann ja passieren, oder? Hallo. Gesammelt ist noch alles. Hier bekomme ich trotzdem nochmal. C. Ich finde, er ist ein bisschen langsamer. Da bin ich original. Der ist schneller gefuttert. Vielleicht meine ich es auch nur. Da ist nichts, oder? Nein. Weiß er nie, wo was ist. Ach komm schon. Ich wollte nicht da rein. Danke. Wollte doch sagen. Doch nicht so kompliziert. Der erste Grünstern ist aber schon weit weg, oder? Wer Appetit hat, soll man nicht stören, oder? Das Steuer ist ein bisschen komplizierter geworden, habe ich das Gefühl. Ja. Noch ein Grünstern und dann ist die Sache gegessen. Sprichwörtlich. Oder? Pauses für Yui. Er will den Taub fressen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Wollte ich tatsächlich den Taub fressen? Ja! Das will ich jetzt mal sehen. Das will ich jetzt mal sehen. Der will tatsächlich den Taub fressen. Böse. Böse, böse, böse. Aber verständlich. So. Eureka! Goldene Zielflagge vor der Wind. Okay, wohin geht's jetzt? Sterne haben wir die, ja, gerade so knapp.
Sie auf den Pusegipfel. Ich bin gespannt, wie sie das lösen wollen. Ja, das ist schon gut. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ach so, das funktioniert so. Mit der Neigung des Controllers. Alles gut. Jetzt? Hä? Ach so. Okay. Was auch immer das mir jetzt gerade bringt, aber gut. Ich beschwere mich nicht. Ich sehe den Sinn nicht so richtig, aber gut. Ach, der ist hier automatisch, der kommt auch noch eine Weile wieder. Ewig KP ist nicht ganz, aber ist schon gut. Hat was Eigenes. Was soll ich sagen? Das wusste ich dann also noch. Ja, man aktiviert ihn, dann bewegt man sich und dann drückt man eben nochmal. Daher eine schwere Materie. So, und sowieso viel besser als auf der Emulation. Touchscreen auf dem Wii U, ja. Zwar nett, aber nützlich, ja. Nicht notwendig vor allem, oder? Das hat ja funktioniert. Man glaubt es kaum. So, eben auch sowas, wo ich mir gedacht habe, wie wollen die das hinkriegen? Sie haben das hingekriegt, nur ich krieg's nicht hin. Puh. Übung macht den Schatzmeister. Danke, Luigi, komm mal da auch hoch. Da ist nichts mehr. Gut. Das wurde geendet. Das wurde geendet. Da musste man vorher pusten. Das wurde geendet. Das ist jetzt automatisch. Das finde ich gut. Das war auch so ein Knackpunkt, wo ich dachte, wie machen die das? Aber die fahren jetzt automatisch. Das ist gut. Ja, das ganze Pusten, das war nett, aber hat es jemand gebraucht? Nee, ich frage nicht. Aber es war nett. Es war nicht nötig, aber gut. Ich finde es auch viel praktischer so. Einfach nur spielen, gar nicht groß pusten, betatschen und. Einfach nur so. Und los geht's mit Luigi diesmal. Okay, noch ein Grünstern und das Level ist gemeistert. Nicht mein Leben, ich bin froh, wenn es durch ist. Ganz ehrlich zu sein. Nichts versteckt hier? Okay. Darf ich hier? Ein Grünstern vielleicht noch?
ist schon speziell. Geh mal weg hier. Es ist viel angenehmer ohne Touch und Husten. Ohne Witz. Was ist Gott und Vater? Danke. Aber bitte, bitte bleib gespeichert. Bitte, bitte, bitte. Ja! Sehr schön. Man muss nicht immer alles hier nicht x-mal machen. Da haben sie sich verbessert. Das war so unnötig. Ich finde, das war so unnötig. Die ganze Touchscreen und Pusterei und alles. Das war unnötig. Es war nicht gemeint, aber unnötig. Ich schon mal erwähnt, dass es unnötig war. Ups. Ah, oh, danke. Sieh ganz was Einschläfendes. Juhu! Danke. Ach, das ist doch... Die Steuerung ist aber schon für die Katze, oder? Man muss hier wahnsinnig... Sorry, das ist blöd. Das ist blöd gemacht. Das braucht kein Mensch. Das braucht wirklich kein Mensch. Lass mich in Ruhe, du... Oh. Alter, nervt das! Komm ich da auch so hoch? Nein. Tun wollte ich's trotzdem. Yes! Aber nie mehr! Das ist so unnötig und mühsam! Es ist besser als Ta... Also, es braucht's einfach nicht. Ja, irgendwie... Da, was aktivieren? Schalter aktivieren, das wäre viel besser gewesen. Das ist einfach unnötig. Bin nicht Helden, aber es ist einfach so. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, ja. Auch ein Toadhaus. Ja, schaden kann es nicht. Dankeschön. Immer das Kleine nehmen. Bis jetzt hat es mich nicht enttäuscht. Im Großen ist ja kein Geldbarren drin. Was haben die mit Touchen oder was? Ach so, ja, ja, nein, nein. Okay, da haben wir jetzt auch alles. Haben wir hier nettes? Ein One-Up! Passt. Gut! Weiter mit den Hopsmäusen! Die Kula-Hügel läuft! Ja, was haben wir hier alles Schönes? Ja, passt. Wow! Alter Tod! Ist einfach Aufzucker hier. Ach nee, komm! Ja, voll die Verarsche hier. Ja, ja. Mit Mario! Ich hätte nur nach links, rechts drücken müssen, aber gut, lassen wir es. Oder gibt es etwa auch noch eine weitere Figur? Natürlich gibt es die. Das will ich nicht spoilern. Als ob ja jemand spoilern könnte damit. So, Uno Grün Sterno. Den... Hat
Verbannung lasse ich noch. Hier ist nichts. Mario guckt was an. Was guckt er denn an? Okay, was auch immer das bedeuten soll. Alter, wie die auf Zucker sind hier. Sonst ist hier nichts. Läuft. Was? Eine schöne Welt. Wäre ein bisschen noch nervig mit dem Zeitlimit, aber momentan passt's. Galumbas! Eine der wenigen echten Referenzen an Mario World. Was sonst noch was hier? Wollt ihr mich nerven? Könnt ihr aber nicht. Grünstern, ich vermisse Grünsterne. Auch noch zwei. Ah, hier werden sie sein. Ach, komm schon. Danke. Man halt hier durch. Nicht anders gehen will. So bin ich ja schneller. Kugel, der Ball ist nett. Aber bringt mir nichts. Nicht so schneller. Danke! Und das ist die zweite. Der zweite Stern. Hallo, wieder rein. Danke. Nerv nett. Und das ist auch schon der dritte. Gut. Bestanden. Ich glaube, hier gibt es nichts Geheimes, soweit ich weiß. Da oben könnte was Geheimes sein. Geh mir doch mal nach. Geh mir doch mal nach. Geh mir doch mal nachschauen! Okay. One up. So. Und da sind wir wieder. Die Level sind ja schon kurz. Aber schick. Kurz und schick. Was will man mehr? Wieder runter wie Öl hier. Klein Mario rennt. Sehr schön. So, dann auf zum Aufgabenlevel. Finde ich sehr originell. Kurzweilig, spaßig. Ja, ja. Mach ich ja, mach ich ja. Nur keine Panik. Ach, Rätselhaus heißen die offiziell. Okay. Willkommen im Rätselhaus. Wie findest du? Ja. Grüne Sterne, soweit das auch gereicht. Schwierig ist was anderes. Ist aber nicht schlimm. So läuft's. Sowas könnte ich stundenlang machen. Ich darf nicht schnell machen mit Toad. Läuft. 5 Grünsterne geschenkt. Und jetzt zum Zwischengegner Galumba. Hallo. Ein Grünstern. Reicht. Ach, Maxi Galumbas. Von mir aus.
Schwierig ist anders. Danke. Eines der wenigen Spiele der Hauptserie, wo man Peach steuern kann. Ist ja auch nicht schlecht. So. Wen gibt's jetzt? Oh, Kirschlevel. Nicht mein Lebenslevel. Aber sind schon originell. Sei ja auch irgendwie ein Glitch, glaube ich. Irren. Kommt doch her. Ich glaube, sie sind auch viel schneller, die Charaktere. Die waren vorhin nicht so schnell. Ah! Okay. Neustart. Was denn? Danke. Kann man jetzt neu starten? Vorhin konnte man das, glaube ich, auch nicht. Also, die Charaktere sind schneller geworden. Das kann mir niemand anders sagen. Das mache ich jetzt ein bisschen langsamer. Sonst ist hier nichts. Schön langsam. Palumba. Ich stehe nicht ein. Gut. Einmal Luigi! Dreifache Ausführung! Panik! Ich gönn mir aber den dreifachen Luigi nicht! Wir bestellen es auch nicht mehr gespeichert so. Na gut, Neustart ist eben Neustart, ne? Ist ja einfach nerven, ne? Ist ja einfach nerven. Galumbis. Ah. Warte, wie sie hier so creepy stehen. Gut. Ich weiß nicht, dass das benötigt wird. Kirsche? Keine Kirsche? Das ist links. Eine Kirsche. So, sammeln und weiter geht's. Geht da sehr, sehr vorsichtig. Alter, wie sie schnell sind. Die sind viel schneller als im Original. Nicht unterfallen, bitte. Bleibt alle beisammen. Ja, ich weiß schon, was gemeint ist. Ich ist was? Ah, okay. Da war der Stempel. Ich wette, ganz am Schluss braucht es noch. Dass jetzt noch einen braucht am Schluss. Sonst nichts, oder? Nein. Vier. Vier braucht's. Dankeschön. Das hätte ich jetzt fies gefunden. Aber es passt.
Alles geholt, danke viel dafür. Aber bekommt sogar zwei geschenkt. Ist doch auch nett. Also wie sie Gas geben hier, Wahnsinn. Das haben sie eindeutig anders gemacht. Ups. Naja. Wollte kein Risiko eingehen. Feuerpeach. Also die waren hier echt andere Symbolik, also andere Zeichnungen genommen. Aber gut, das darf ja auch was Neues sein, oder? Ganz einseitig aufgebübelt, wäre ja auch langweilig gewesen. Gut, dann gehen wir uns nochmal One-Ups holen, wenn wir sonst schon nichts zu tun haben. Weiter geht's. Wow! Du sagst es, Bruli. So, wieder mal Bowser-Time. Oh, Kugelwilli. Oh, Kolonne. Okay. Von mir aus. Schnellen Toadie. War die Mauer schon immer da? Mauer sehe ich noch zum ersten Mal. Ich sehe vieles zum ersten Mal. Ihr nervt! Panzerbrigade, ne? So, mal was Neues. Nichts Neues. Nicht schlecht! Alter, du Sackgesicht! Okay. Das baue ich jetzt genau. Der lässt sich so einsammeln. Okay. Gut. Hallo, Kamera. Erster Abschnitt. Läuft soweit. Zweiter Grünstern. Ich vermisse aber ein klein wenig einen Stempel. Ein klein wenig. Da ist er ja! Und noch einen letzten Grünstern und das Level ist gemeistert. Also das, das ist ein Scrolling-Level, oder? Ja. Das war auch nicht schwierig. Hat die schwierigere in Erinnerung. Und wer ist hier? Da? Es ist... Bum Bum. Ja. Toad, habe ich das Gefühl. Kein Problem. Eigentlich. Der macht sich unsichtbar. Wow, falsche Richtung. Okay. Hat dazugelernt, der Gute. Dann lässt sich nicht mehr so leicht bekämpfen. Man muss die Phasen abwarten. So. Besiegt ist besiegt. Ja, ja. Was? Das ist gut.
Naja. Letzte Zeit bin ich nicht mehr so sprunghaft. Hatte ich schon ein bisschen Angst. Denn Twitch hat gestockt, hat ein bisschen Schiss. So schnell haben wir die Zeitwelt auch durch. Und ich würde ja wetten, es ist auch 100%, oder? Zählt das als 100%? Wir sollten irgendwo eine Karte haben. Ja, Manny, Karte. Ja. Gut, bis auf die Golden Fahnen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Okay, weiter geht's. Schon in den dritten Welt. Es geht rasend schnell, was ja auch gut ist. Okay, eine Eiswelt. Ich dachte, es sei eine Wasserwelt. Gut, es spielt auch keine große Rolle, es ist ja eigentlich per se, oder? Performer. Ja, dann auf in das kalte Zeugs. Wir haben draußen ja so minus 2, 4 Grad. Bäh. Mit Mario mal wieder, schon lange nicht mehr gesehen, du alte Plunze. Okay. Hui! Hui! Das ist neu! Das ist neu! Der war vorhin nicht so. Und dass man auch wieder loslassen muss, um. Ja. Was guckst du denn so blöd? Hau ab! Voll der Mobber hier. Sonst, was gibt's da? Aha! Aha. Ja, okay, man macht doch da. Bäh. Mach doch mal. So, und? 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 So muss ich. Wieso hat. Ich habe immer gleich gedrückt, wieso hat es nicht funktioniert zum ersten Mal? Hallo? Ach so, mit R. Jetzt doch noch was extra drücken! Erste Silber. Erste Grünstände schon mal gegeben! Also einfach nur gedrückt halten, den Sprung. Alles klar. Ich habe gerne irgendwie einen Powerstern. Irgendwie. Ich hätte gerne einen Power-Up. Ich möchte eigentlich. Dankeschön. Ich traue der Sache nicht. Ist da noch irgendwas versteckt? Das rieche ich doch. Nein? Okay. Boah, Punktlandung. Das sieht so gehen. Ein Schlittschuh fahrender Block. Von mir aus. Wow! Wow! Alter, wie das schneller ist! Es ist wirklich viel schneller jetzt! Wir haben den Zucker gegeben, oder? Also einmal nach unten gedönert. Alter, wie der schnell ist hier! Wow! So. Lass mir Zeit. Nur keine Hektik. Oh, Tanuki! Tanuki, aber ich bin auch ohne Tanuki und alles. Also ich bin auch ohne den Schlittschuh. Rasend schnell. Rasend schnell bin ich. Huiuiuiui, 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 kann nicht echt hier. Das waren Items. Komm her, ich hab Zucker! Hab Zucker gefrühstückt. Der so, du kannst hier. So, abhauen. Nein, nein, das kannst du nicht. So. Stempel. Und noch ein Grünstein. Haben wir denn den Mist? Schon mal der Stempel. Nein, 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 nein.
Wasserbeleg! Ich weiß, wo ich wieder einen bekomme. Arsch. Ihr nervt! Oh, ich hab 20 Leben, habe ich gar nicht gemerkt. Schnauze! Nein! Ich wette, ich brauch den Tanuki. Ich wette, ich brauch den. Ich will den Tanuki, ich will den Tanuki, ich will den Tanuki. Aber nicht von den Gegnern ablenken lassen, ne? Danke. Was hast du noch? Ah nein, den brauche ich nicht mehr. Danke trotzdem. Aber den! Ich bin pragmatisch. Sorry. Ha, ich wusste, dass wir den Tanuki brauchen. Gut, alles gesammelt. Die haben den echt Zucker gegeben. Das ist Wahnsinn. Parakäfer. Oder Parabak. Wie heißen sie genau? Naja. Gut. Nächstes Level. Mehrere Level. Also wartet jetzt mal, jetzt bin ich verwirrt. Nein, ich mach trotzdem weiter. Was, Level 3? Level 3? Nö. Bin jetzt verwirrt. Oh, Scrolling Level, echt jetzt. Aber die Musik ist nice. Ja, dann machen wir sie eben mit. So, weg. Ich will das Spiel, wenn das Level 20 ist, ne? Ich melde mich wieder, wenn das Level zu Ende ist. Ich schlafe nämlich fast ein dabei. La 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 la. Tu 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 tu. Hmm.
verschluckt. Sorry. Lautes Schnarchen. Alter, ich krieg fast einen Adrenalinschock. So schnell geht das hier. Wow, ich bin fast... Es geht so wahnsinnig schnell. Ich krieg kaum mit, was hier passiert. Ich hab kurz noch nachher was nachschauen. Moment. Nämlich, wo ich überhaupt aufgehört habe zu spielen. Ich mach gleich weiter. Moment. Part 8. Also letzte. Part 8. Na, es ist doch Level. Hä? Well? Ach so, sie sieht gleich aus, deshalb. Es ist also Welt 5. nach dem Dingslevel, nach dem, sag schnell. Strandlevel, ja. So, machen wir mal den Geist, den Buh-Level, der nervt mich. Ich mag die Level. Sie werden atmosphärisch, aber mir passt es einfach nicht. Zu viel Irrgarten manchmal. Mit Mario, toll. Na, wer bist denn du? Was gibt's? Hä? Ach, der ist da hinten. Ach so, ich dachte mir, hä, seit wann beobachten uns die denn hier im Haus so penetrant? Nein. Das bringt jetzt was genau? Auch wegen lustig oder was? Das ist atmosphärischer gemacht. Tada! Das habe ich doch gewusst, dass da sowas kommt. Danke. Da ist doch auch was auf der Couch. Da ist schon mal der Stern. Der Stempel! Ja, fängt auch mit S an. Gut. Das hier ist auch so ein cooles Geheimnis. Einfach auf alles rauf. Eins nach dem anderen. Dachte ich zumindest.
Ja, das ist richtig gemacht. Ich hab's richtig gemacht. Okay, da gibt es Zeit. Den Grünstern! Hab ich doch gesagt. Nein, ich war nicht raus! Ist das wieder alles zurückgesetzt? Oh! Nein, es ist immer noch alles so. Steckt ist hier nichts. Gut, ich brauche eh nur noch einen Grünstern. Was soll die Panik? Also, die haben sich eben echt zugegeben. Ich will das mal zeigen. Schau mal, sie sind wahnsinnig fix jetzt. Muss man schon gestehen. Den brauche ich nicht. Okay. Okay. Oh. Wow. Was dann frage ich mich? Wow. Wo hier noch ein Grünstern ist. Ach, und den habe ich übersehen. Echt jetzt? Schade. Nein, bis jetzt aber nicht übersehen. Ach, sie, wir sind schon am Zielmast. Nein, nein, sehen wir noch. Was guckst du? Der letzte Grünstern, wo ist der verflixt nochmal? Grünstern? Grünstern, ja! Gut. Geisterlevel überstanden. Und weiter geht's. Oh, gut, ich habe den Sprung versaut. Danke. Läuft soweit. Es würde mich interessieren, wie es im direkten Vergleich mit dem Original ist. Die Sticker, die Stempel. Gut, wenn man das geschafft hat, geht's weiter zu Röhre. Okay, dann machen wir doch die auch noch. Gut. Wir haben ja Zeit. Ein Capitano Toro Level O. Was hast du uns zu bieten? Aha. Ja, dann. Geben wir uns Mühe. Bene, gib dir Mühe. Unter Wasser ist der auch fix, wie es scheint. Ich sehe nichts. Mann! Ah. Immer mit. Kann ich schaden. Ach, das zählt nicht zum Inventar. Das ist ja nur so. Ja. Toll, toll. War noch nicht ohne, du Dominus. Jetzt. Und jetzt?
Hä? Hä? Was? Bin dezent verwirrt. Da kam er runter. Jetzt gehen wir hier lang und hier geht nichts. Ah, Depp. Ja, ich sollte das Spiel ja eigentlich kennen, aber lass mal's. Okay. Dankeschön. Das hätte mich ja auch gewundert, ne? Dass nicht so gegangen wäre. Und du kommst immer noch nach oben. Der macht Überstunden da. So, ja, nicht runterfahren. Ich will das nicht nochmal machen. So. Sehr, sehr gut. Wir haben schon die Hälfte, was ich erreichen wollte, erreicht. Und das ist doch gut. Yeah. Oh, danke, Toddy. Du Lolli, du Totti. Weiter geht's mit. Ach, da haben wir auch noch. Gratis Stempel zum Abholen. Okay, was hast du noch zu. Entschuldigung. Das passt gerade. Entschuldigung. Was ist denn? Nix. Gut. Oh, Entschuldigung. Ich mache aber auch ungeschickte Sachen heute. So. Ja. Panik in Pastel. Oh. Ich würde wetten, da braucht es Peach. Wetten wir, da braucht es Peach? Och nö, nicht so ein Mist. Panik in Pastel, du kannst mich mal pastellisieren, du. So hilfreich ist sie, aber ich glaube, es braucht sie auch noch. Nein? Du kannst mir nicht entkommen, du Nuss, du. Na, ich glaube, ich mache hier einfach vorwärts. Sag ich doch, es braucht Peach. Haben wir das noch in 60 Sekunden? Schon, oder? Gelacht. Läuft! Keine Zeit! Vertrödung hier! Ich möchte auch noch sehen. Wir haben noch 60 Sekunden, die will ich nutzen. Ist da noch was drin? Nö. Und die 50 Sekunden, die nutzen wir. Aha. Toll. Ach so. Nein! Ja, ich bin dead. Ich sage ja gar nichts dagegen. 93 Sekunden, das ist ja. Mach ja selten für ein Level mehr als 2 Minuten. Also. Ist echt gar nicht mal so übel. Mega abschneiden. Ach, ich hab schon alles! Natürlich! Switch Pop for the Win! Switch Pop for the Win! Sag ich doch! Seht ihr? 30 Sekunden reicht doch eh! Gut, abgesehen, dass wir schon alles gesammelt hatten, aber. Meine Güte! Da hab ich doch keine Angst, ich als alter Spielehase! Klein Peach. Ich vergesse nicht so wäre mich Baby Peach, ne? Gut.
Habe ich noch Sound im Spiel? Warte, oh, jetzt Comic. Oder Magic Cooper, ne? Wer haut die jetzt auf die Plauze? Mario! Kein Maus für euch. Keine Angst vor euch. Hallo, also wirklich. Das ist ein geschenkter Stern hier. Kann aber auch in die Hose gehen. Darf man nicht vergessen. Ja, ist gut. So. Oh, ein Wasserlevel. Bin kein Fan von Wasserlevel, aber es könnte nice werden. Die Röhrenlagune, du bist aber eine Lagune. Wieder mit Speedy Toad. Alter, der gibt Gas. Lock mir am Arsch, du. Sehen wir was? Bestimmt was? Ja. Das ist okay. Ich krieg ewig richtig Bock wieder auf Bowser's Fury. Das werde ich dann noch aufnehmen. Ja, das hat ja gar nicht funktioniert. Weil ich habe ja noch. Nee, bringt ja gar nichts. Aber. Hä? Da oben ist doch was, das weiß ich genau. Sei nicht so kleinlich. Aha. Oh, passt. Dann was damit anfangen. Toad? Mach keinen Scheiß. Na, was ist? Da ist schon mal nix. So, sei für die Karte. Okay. Und. Da hat es ja auch keinen Grünstern drin. Gut, das nächste Mal weiß ich gar nicht mehr sich um sowas kümmern. Hier. Nice. Nice. Ihr Item wäre auch nicht schlecht. Man verliert keine Energie unter Wasser. Das war anders in Erinnerung, oder? Komm, ich will den Grünstern, bitte. Nach dem letzten Level muss man auf die Gesundheit, auf das... Ach, was soll's. Wow, das sieht schon extrem aus. Sehr, sehr nice. Das war so richtig der Aha-Effekt, wenn man das sicher vom großen Bildschirm gezockt hat. Ich mach's ja hier auf dem normalen Bildschirm. So... gar nicht mal so übel mit Feuer Toadi. Ist doch sicher auch noch was? Ist da was? Das riecht man doch. Ein golden? Ach nee, der sieht so aus wie wenn er golden wäre. Ich hab was ganz Neues. Honorario, was gibt's denn hier Schönes? Ein Grünstern, yeah! Und zass der! Und Zeit. Zeit nehmen wir auch gern. Dankeschön! Was sind du? Aber ab! Du Mafioso-Fisch! Haben wir glaube ich jetzt alles, oder?
Aha. Aha. Ist alles? Nein. Aha. Und wir haben das Level komplettisiert. Gut. Gumba, lass dich mal in Frieden. Oh, da wäre noch. Ach, was soll's. Ah, ich komme da. Komm da hoch? Was gibt's? Oh. Kann man brauchen, muss man nicht. So. Mal sehen, was es für Minchen gibt. So allgemein. Schon neugierig. Aber verpassen tut man nix. Komme gleich, komme gleich. Nichts Neues. Ich bin noch ein bisschen am Internet schauen. Ich sehe niemanden im Chat. Aber es ist nichts Neues. Also, weiter geht's. Immer wieder auf den Chat achten, ob sich nicht noch jemand verirrt. Gut, 69 Sterne haben wir schon. Uiuiui. Nette Zahl. Ja. Jetzt aber näher an dem hier. Oh, Mario Kart Level. Das ist genial. Das ist originell auch. Let's go. Was haben wir hier? Danke. Danke. Ah, ich habe eben die grünen Sterne im Kopf gehabt. Also warte mal, hat die was für mich? Nein? Aha! Dachte ich mir schon. Also. Das A und O. Nein, was mache ich? Ich bin an den Knopf gekommen, es war keine Absicht. Hier? Oh. Also weiter geht's. Und wir rutschen. Wow. Will aber nicht so schnell sein. Aber es gibt nichts Besonderes hier. Gut, weiter geht's. Ta, das war Treffsicherheit. Zu schnell! Ach komm! Ich bin zu schnell gewesen! So Mist! Bleiben, bitte. Nein, 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 da will ich noch hoch. Scheiße, ich komm nicht hoch. Irgendwie hoch. Ach komm! Ernsthaft? Mich veräppeln? Oh, geht dann noch mal. Gleich noch mal, ich weiß. Ja.
hoppeldi hopp. Was mich erstaunt, ich muss ja bisher noch nicht einmal das Katzenkostüm im ersten Level nachholen gehen. Irgendwie haben sie es verändert, das Spiel. Ja, nochmals Luigi, komm her. Das machen wir noch. Es wird doch gelacht. Oh ja. Einfach durch. Durch die Mühle durch. Nein, den sammle ich nicht. Also ich will ja von vorne anfangen. Ich will eigentlich nicht immer das. Ja gut, ich weiß, was ich meine. Danke. So haben wir es. Wir haben es geschafft. 100%. Sehr originell. Mit dem mehr davon. Und ab. Zum Finale. Also meine. Ja. Ich nehme mir an, dass ich da noch auf dem Speicherbildschirm warte. So, dann noch kurz One-Ups holen. Ja, es geht auch so. One-Up! Typisch katzenmäßig warte ich hier oben. Hin und her bei was? Im Schaltertal. Sag mir jetzt gar nichts. Ah, okay, das ist nice. Ist mühsam, aber finde ich sehr schön. Nur kein Scrolling-Level, du. Oh, damit kannst du mich jagen. Die Musik ist auch genial. Also von der Musik her haben die sich hier wirklich betroffen. So, was hast du denn Schönes? Ja, ja. Was Neues. Man nervt halt! Gut. Hallo, nimm doch den! Das war's wert. Ich glaube. Wasserfall ist ja, glaube ich, auch noch was. Aber erstmal gehen wir uns die Ruhe hier schön kutschieren lassen. Was willst du mehr? Ist hier oben was? Nein. Hier, oder? Ja, nichts verpassen, deshalb habe ich auch den Flug. Den. Ja. Ist noch nicht eingesetzt. Oh! Da ist man's. Ist das denn jetzt passiert? Ah, ich will lieber. Okay. Also, wenn man, glaube ich, hart aufstampft, kommt man. Ja, wie ist ein bisschen gezeigt, wo was ist. Ach, das ist auch neu. Warte jetzt mal. Warte jetzt mal. Das wurde funktionierte vorher auch nicht. Da muss man immer warten, bis sie sich wieder normalisiert. Und jetzt, das ist gut. Sie haben, also im Großen und Ganzen haben sie das Spiel leichter gemacht. Ja? Was ja auch nicht schlimm ist.
Ach, was soll's. Ach, ich eh nicht. Schau, dass ich hier nichts verpasse. Nichts verpassen. Ja, das ist bekannt hier. So, die Hälfte haben wir. Nicht. Auch nicht schlimm. Ja, ihr habt eure Hobbys, ne? Hinter dem Wasserfall ist nichts. Aber ich brauche noch ein bisschen was. Nämlich. Gut überlegen. Ja, genau. Der nächste Grünchen sollte auch irgendwo hier sein. Hä? Ist der? Wo ist denn der? Wünscht ihr? Ich dachte, ich hätte irgendwo einen gesehen. Oder war der doch hinter dem Wasserfall? Der ist nicht hinter dem Wasserfall. Naja, wir werden es jetzt sehen. Das Gute ist, ich muss jeden Mist wieder neu sammeln. Das ist sehr, sehr praktisch. Ja, mit Peach. Das ist eigentlich ganz gut. Dankeschön. Ja, doch. Nein, nicht hinter ihm. Irgendwo ist er. Frag mich jetzt aber nicht wo. Ganz außerdem, die kenne ich das Spiel eben doch nicht. Ich so geprahlt habe. Aber als letzte Grünstelle müsste ja eigentlich ziemlich am Schluss des Levels sein. Letzte Grünstern ist wahrscheinlich bei diesen VIP. Ich würde mich wundern, wenn er nicht bei den VIP. Da ist er ja, ich Volltrottel. Also schön oben bleiben. Doch nicht hinterm Wasserfall, ich dachte. Gut, man kann sich ja irren, oder? Das ist eben so, dass man. Ja, das Risiko gehe ich ein. Gut, danke schön. Wir haben jetzt aber freie Bahn mit Martipan, oder? Die nicht so lahm wären. Mit Peach geht das ganz gut. Okay. Es ist jetzt Abend, eigentlich nachts, und ich freue mich wirklich auf Bowser's Fury, das ein bisschen zu Let's Playen dann. Vorher will ich dann noch wissen, wo das letzte Symbol ist. Das nervt mich immer noch. Gut. Wir könnten wieder mal ein Item, ein Reserve-Item gebrauchen, oder? Machen wir doch kurz. Ich nehme trotzdem immer das kleine. Reserve-Item war es doch, oder? Da ist doch auch noch was. Ich ja wundere, wenn es noch nicht, nicht irgendwas wäre. Okay, da gibt doch nichts. Aber hinten da könnte doch was sein. Oh, Münzen.
Münzen sind besser als keine Münzen. Lieber arm ab als arm dran. Schon mit 6. Google Willy Express. Was haben die immer mit dem Express? Ist man ohne Mauer? Ja gut, eine Lokomotive braucht ja keine Mauer, ne? Und mit Tau, das ist sehr praktisch. Alter! Junge! Nein! Ah, du bist doch ein Arsch! Zu schnell! Der ist zu schnell! Toad ist zu schnell. Ist ja auch selten. Hallo. Nimm doch den! Herrgott, Sakrament noch einmal! Was ist denn das für eine Pfeife? Hei, wurde ja entnervt, wie man so schön sagt. Gib mir nicht auf den Zeiger! Ich muss jetzt Angst haben, ich habe aber ich fürchte, ich habe keine Angst. Alter, Alter, Alter! Voll aggressiv sind hier. Sag mir das entnervt oder wie sagt? Danke, du Troll. Was ist denn das hier los? Was hier noch geht? Was hier noch kommt? Okay. Muss man rein? Nein, ich hätte nicht rein müssen! Ich kieße hier. Gib her! Doch. War nötig. Schnauze. Schnauze. Ich geb Toad die Schuld, dass es mich so nervt. Da war noch was. Ach, egal. Und wer kommt jetzt? Punpun! Na, hallo! Das war ja nicht schwer. Das war auch nicht schwer. Das war schon gar nicht schwer. Leichter als Bum Bum. So. Ja, Zeit. Ich habe ja auch fast keine Zeit mehr gehabt. So. Die letzten zwei Farbmaßen hole ich dann schon noch nach. Wenn es geht. Ja, machen wir noch den Stream voll, ich glaube schon. Danke, kennen wir schon. Wo geht's lang? Ach ja, genau hier. Jetzt zu einer Zwischenwelt. Oha. Zwischenboss, der aber nicht so schlimm ist. Wie erscheinen könnte. Ja. Nur keine Hektik. Von Zischel! Oh, ein Mario World angelehnter Boss, der gefällt mir sehr gut. Mit der Glocke ist ja auch gar nicht so schlimm. Und hier nicht den Fehler machen, rauszuspringen. Ja. Na komm.
zeig, was du drauf hast. Schwachstelle ist gut beschildert. Okay. Man einfach verarscht wird hier. Mann, Man ist zu schnell! Man ist zu schnell! Man ist wirklich zu schnell! Ohne Scheiß! Man ist zu schnell! Das muss ich auch mal! Danke, ich dachte, ich hätte. Man ist zu schnell für das Spiel! Das ist ja auch mal was Neues! Hey du! Also geht er mir auf den Zeiger. Man ist zu schnell. Man muss hier fahren. Ist alles alles. Und das war sie nicht schnell jetzt in diesem Spiel. Ja, ist mir wurscht. Oh. Zu schnell wäre für mein eigenes Verständnis. Das ist viel leichter gewesen, aber gut, ich beschwöre mich ja nicht. Im Gegenteil. Ich beschwöre mich überhaupt nicht. Wie komme ich denn da hin? Zufällig habe ich noch genug Zeit, aber ich nehme sie trotzdem mit. Ich habe genau 0 Münzen. Auch nicht schlecht. Mann, ist auch zu schnell, ich springe an allem vorbei. Wahnsinn. Yeah. So, geht's vorwärts? Ich würde es begrüßen. Oh, hab's kaputt gemacht. Tut mir leid. Ah, es ist hier nichts. So, ab in die nächste Welt. Welche Welt ist das? Level 4? Ah, okay. Was haben wir hier Schönes? Ah ja. Die Aussicht genießen. Passt. Beiden Ameisen, die da keinen Namen haben irgendwie. Von mir aus. Keine Geheimnisse hier soweit. Okay. Das wurde sehr, sehr auf Tempo gemacht hier. Ich war es gar nicht gewohnt. Ich kenne das Spiel so gut, dass ich mich gar nicht gewohnt bin, dass es so schnell ist. So schnell geht. Nicht, dass ich mich beschwere, es ist nur eine Feststellung. Na gut, dann wissen beschweren tue ich mich schon, weil ich bin es mir nicht gewohnt. Ach du Arsch! Ah! Lauf doch in alles rein. Habe ich ja noch. Ich hab noch nicht mal. Den lasse ich noch kurz. Man weiß ja nie. Aber jetzt. Njong. Was du für mich? Aha. Auch was anderes gesehen. Sonst ist hier ja nichts. Gut, gehen wir doch mal da rein. Ja, ich bin am falschen Knopf gekommen, tut mir leid. Sehr gut.
Es sollte ein Klacks sein. Sollte. Sollte. Wir betonen auf sollte. Wir nehmen uns Zeit. Kannst du das bitte mal nehmen? Oh. Ist da unten noch irgendwas? Glaube nicht, oder? Ich hoffe nicht. Jetzt bin ich am Arsch. Ich habe ja alles, es kann ja gar nichts mehr sein. Ah! Das Spiel wurde ge... Gut, ich werde mal nachschauen, ob da noch was war. Ich glaube zwar nicht, aber ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich will das nochmal kurz nachschauen. Ich bin mir nicht sicher. Sorry, ich will kurz durchwaschen, ich rede nicht viel. Ach, verdammt. Ja, ich weiß, ich bin hier. Ah! Ernsthaft! Ich bin doch noch mehr amateurmäßig. Ach! Passt. Ich will waschen und versaue es noch. Ah, sie sind siegbar. Okay. Seht ihr, da unten ist doch was. Will ich schon noch rausfinden, was da ist. So, okay, ich habe... Was? Hä? Wie da unten lang? Ich will wissen, was das ist. Ja, mach! Ui! Kann ja mal passieren, ist doch nicht so schlimm. Geht jetzt zuck zuck da lang. Was ist hier? Der Sumpf der Kriechpiranhas. Von mir aus. Oh, meine Güte. Weil die tun mir ja eigentlich nichts. Verblasse ich sie mal. Hast du hier was? Nein. Ja, Sumpf trifft es schon. Sumpf trifft es eigentlich ziemlich genau. Ah, du bist aber in der Sonne! Warum ich so ein Depp bin, weil ich ein Depp bin.
Das ist klare Sache, oder? Doch nicht! So eine einfache Sache und die stellen mich an wie der größte Furz. Ach, Schnauze! Schnauze, Schnauze, Schnauz! Bin enttäuscht von mir selbst. Wir können jetzt niemanden mehr killen hier, das ist schon mal gut. Bitte mal weg! So. Nicht so nein! In der Ruhe liegt die Kraft. Eieiei. Item. Zählse. Ich kenne das Spiel zum Glück ein wenig. So, die Hälfte hätten wir schon mal. Ah! Nee, 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 nee. Trau ich mich nicht. Okay. Miau, ja, ja. Danke, was bringt's? Ja, kann man sich immerhin geben. Ein Versteck hier? Nein. Okay. Ja, sein können, oder? Der letzte Grünstein so nah versteckt, aber nein, nein. Ist eben doch nicht so. Oh, was gibt's denn hier? Ich bin zu schnell. Ich bin einfach zu schnell. Das Spiel wurde sehr genervt. Also entnervt, wie sagt man? Ist da was Besonderes? Ja! Hier auch anscheinend. Mal wissen, was hier los ist. Hm? Ja gut, von mir aus. Aber ich wollte doch gar nicht hier hin. Wollt nicht hierhin. Ich wollte nicht hierhin. Hab ich zurück? Danke. Also. Ich will zwar in die fünfte Welt, aber doch nicht so. Ich bleib bei Peach. Feuer Peach. Ach, kein Scheiß! Peach, ich warne dich. Ach, kein Scheiß. Arsch! Das Spiel ist viel schneller gemacht und ich komme damit nicht so klar. Ah, ich hab kein Geduld für sowas. Ich habe jetzt keine Geduld, tut mir leid. Okay.
Scheiße, gehe gegen Strom, aber es ist eh schon schnell genug. So. Ich mach das auch. Natürlich! Was hatten die für Treff? Alter, Zielwasser vor der Wind. Ja, dafür habe ich schon alles. Ist auch gut. Ich habe keine Geduld dafür. Warte, wie sie schnell ist. Sie war nie so schnell. Es fällt einfach auf, wenn du dir gewohnt bist, wie das Original ist, ne? Es fällt einfach auf. Gut, ich beschwöre mich nicht. Hier bleibt das Gesammelte gespeichert. Das ist sehr, sehr praktisch. Nirgendwo was versteckt. Ich werde wahnsinnig. Seid doch nicht so spieße, ey. Gut, ich habe alles. Was willst du dich da beschwören? Ach! Ich trau mich einfach nie. Gut. Das, was ich will sehen, braucht es ja auch die Golden Fahnen gar nicht, aber lass mal. Ah, das Toadhäuschen könnte ich noch gebrauchen. One-Ups auch. Gut, 100 Münzen gibt ein Leben, mehr wollen wir auch gar nicht. Toll, unendlich Leben natürlich. Das Bluthaus. Ah. Geizhälse. Hallo, Geobat. Wie geht es dir? Karumpel, ich sag dem Geobat. Ach, ich bin das kleine Toad. Das ist ja nett. Geh weg. Okay, man muss wirklich nochmal drücken. Nicht nur loslassen. Danke. Alter, wurde dir... Hat der Zucker gefressen oder was? Natürlich! Ich bin mir das nicht gewohnt. Das ist so schnell. Jetzt plötzlich. Dann hat es keine Rolle gespielt. Es soll ja auf schnell gemacht werden, aber... Das ist übertrieben. So, dann mal weiter im Gehöft. Und nicht mehr Toad, bitte, nicht mehr Toad. Jetzt will ein langsameres. Danke. Okay. Oh, Kirschen, okay. Dann muss ich eben einfach damit. Ah, Rang. Schieren. Ich muss mich konzentrieren, tut mir leid.
Lässt du schön bleiben. Danke. Wenn sie mal schnell sein sollen, sind sie es wieder nicht. Ich glaube, Peach ist doch nicht der beste Charakter für das Ganze. Aber besseren fällt mir nicht ein. Ich krieg die Krise hier! Nimm dir doch Zeit, Ben. Nicht so eilig. Was ich mal mit deiner blöden Ultra-Nuki. Ich muss mich konzentrieren, ich bin ruhig. Hab D gespeichert, deshalb spielt es keine Rolle, ob ich vor oder nachher den Checkpoint aktiviert habe. Das wurde besser gemacht. Sorry, ich habe ja Bild unterbrochen. Meine ich glaube, meine Garde ist langsam zu alt. Ich bin sicher, dass ich da viel mehr Kirschen brauche. Versuchen kann man es ja trotzdem. Komm so bitte mit, Peach! Natürlich trifft ihn noch! Uff, Sack! Ist doch wahr! Es ist viel schneller als im Original. Es ist viel schneller geworden. Nett, aber unnütz. Schwert es mir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hier irgendwie hinkriege. Mhm.
Gott sei Dank! Nun ist es vorbei mit der Übeltäterei. Man nervt halt! Tschüss, Peach. Ich brauche noch eine Peach. Ui, schlimmer Level. Schlimmer Level. Und da sie jetzt auf Turbo gemacht wurden, noch schlimmeres Level. Meine Güte. Aber geschafft ist geschafft. Was geht ja nach rechts weiter? Fast übersehen. So, wen haben wir? Abenteuer in den Trampolinbergen. Ja, von mir aus. Was versteckt? Nein. Okay. Erstaunlich wenig los hier. Danke! Boah, auf die letzte Millisekunde. Meine Fresse. Trotzdem hätte ich gern einen Grünstern oder sowas. Nein? Aber du. Du bist auch ein Grünstern. Ja, genau. Wirklich? Nein. Das ist eine schöne Welt, die gefällt mir sehr gut. Hey, hier braucht's offensichtlich einen Katzenverwandlung. Wir noch nicht bekommen. Was ich sehr, sehr schade finde. Ach komm schon! Die wollen mir jetzt echt eine Katzenverwandlung aufdrücken oder was? Also was? Dann leck mich halt. Ich gehe in die erste Welt! Und hole mir eine Katzenverwandlung. Weil das ein Livestream ist, werdet ihr mit mir zusammen leiden. Mit Tod, er geht am schnellsten. Ja, mach ihn. Rösler. Mir ist es getrödel bei den jungen Leuten, ne? Niemand ein bisschen tacky-tacky hier. Da mache ich eine Abkürzung. Ja. Mach ihn! Alter, wurde ich die auf Speed gemacht? Ja, Wahnsinn. Welt. Ja, geht's vorwärts, bitte. Einzel noch Mond und wie schön. So. Schatzi, ich bin wieder da. Was nehmen wir? Ja.
Brauch euch nicht. Selbst ist die Frau. Sehr schön. Wir sind alle, dass hier noch was auf uns wartet. Danke. Also das war sogar ein Grünstern. Alles klar. Jetzt ist doch irgendwo noch der Stempel. Oder nicht? Ja. Wahrscheinlich ist das auch die Zielgeraden. Wer weiß. Kein Scheiß, Peach. Gut. Den Rest schaffe ich allein. Dankeschön. Ihr böse, reingugelte Trampoline. Nicht ein Berliner, ein Trampoline. Ein Trampolin meine ich natürlich. Wer jetzt auf ein Trampolin ist, auch Trampoline, oder? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Bin zu müde, bin zu hungrig, bin zu blöd. Alles zusammen. So. Noch ein schönes, kleines Aufgabenhäuschen. Also los. Mit. Tudi, ist ihr heute abonniert oder was? Springt er schon fast über die Trampoline, über den Stern hinweg. Hab ich jetzt Angst? Nein. Oh. Seht ihr, der ist zu schnell! Der ist zu schnell! Ach, ich heiße Peach, der, deshalb bin ich kurz falsch gesprungen. War ja sau schwer. Sehr nett gemacht. Sowas könnte ich ganzen Tag lang machen. Jo. 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 Und gut ist. Oh, du bist so schnell! Ach! Der Toad, du bist schon ein bisschen, hm? So, die 100 erreicht. Dann mal los. Oha! Level ist doch bekannt als die verlorene Stadt. Das ist ein sehr schönes Level. Groß, aber schön. So, das gönnen wir uns doch. Schon mal der erste Stempel. Da ist eine neue Ersatzblume. Wenn ihr euer Hobby habt es halt. Was haben wir denn hier Schönes? Ich sehe immer falsch. Ich bin Rechtshänder, hallo. Bäh. Läuft! Ich wünsche dir einen geschenkt.
Meine, ja, schwierig ist ja oft das Finden, nicht die Aufgabe selbst. Finde ich. Nix. Okay. Die Spikeberge! Der Spikehügel, wie hieß es? Oh, hier ist nichts versteckt. Nein. Ach du Sack! So knapp, ey. Auf an der Wand war nichts. Hat er was an der Wand? Na, kommt ihr nicht runter? Schon schwierig sein, runter zu hüpfen von irgendwoher. Hat er was? Theoretisch schon. Ja, ist doch sicher was da oben, oder? Ach komm, da ist doch was. Das weiß ich genau. Ja? 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 Ja. Immerhin. Ach, das verstehst du ein bisschen zu fies für den grünen Stern und den Stempel. Ob ich den Stempel ja auch schon haben. Nice. Okay. Wieder gerne. Hier ist was. Da hinten sehen wir auch. Schon den nächsten. Wie so ein Plan funktioniert. Gut. Hm, wo ist nur der letzte Grünstern? Hm. Ah, ist er ja! Arsch. Aber heute ist der Rhythmus nicht so richtig drin, oder? Haha, aber du! Den habe ich jetzt mal lahmgelegt. Gut. Eine schöne Welt. Bisschen groß, aber schön. So, was haben wir hier Schönes? Eine Röhre. Die führt uns zu was? Aha! Na, dann haben wir doch mal dem eine rein. Das erste Versteck der Feuerbrüder. Ja. Ja, keine Hektik hier, ne? Der Drama Queens hier. Eine 10 Sekunden hat auch das gebraucht. Ich bin Weltrekordler, ich bin der Erste, der hier schon 13.600 Punkte hat, oder? Beweist mir das Gegenteil. So. Ein Gratis-Stempel. Blaue Fee. Das ist aber keine blaue Fee, das ist eine pinke Fee. Ah, egal. Soll wohl nicht so genau genommen werden. Wir kommen schon wieder zum Boss. Na, dann Boss mal. Boss-Hoss. Gut, was haben wir jetzt? Boss Karumpels Lava-Versteck. Oha. Was hatten wir dort? Na, wo bist du, Karumpel? Du dumme Nuss.
brauche ich hier nämlich. Danke. Penis. Jetzt ja nicht so wichtig schwierig. Überhaupt nicht schwierig. Aber ich beschwere mich ja auch nicht. So, stabile Röhre, ne? Hier ist doch was. Aber hier ist doch was. Und hier ist sowieso was. Bin ich zu blöd, um rauf zu gehen. Natürlich, nie sowas übersehen. Wenn man es mal weiß, dann weiß man es meistens auch. Ach, was willst du denn von mir? Was willst du denn von mir? Nimmst du den bitte mal! Die nimmt ihr nicht! Boah! Die hat den nicht genommen, die Dominus! Meine Fresse! Da kannst du einem noch überraschen, du. Danke. Boss Time! Aber nee, Ersatzdings brauche ich also nicht. Wäre es gut fürs Ego. Na komm schon, Karumpelio. Zeig, was du drauf hast, du Burli. Oh, das hat jetzt nicht gern gehabt. Ja, krieg dich wieder rein. Und Alola Geobat! Ups. Ich bin mir echt. Muss eben nochmal drücken. Mir gewohnt nur loszulassen. Mir gebot nur loszulassen. Tut mir leid. Es gereicht. Danke. Läuft. Gut. Ja, ja. Ich komm ja. Zehntausend Punkte! Wow! Wow! Und da bin ich in die nächste Welt. Dann noch zum einen Level und dann auch geschafft. Da habe ich noch einer was auf die Plauze. Gut. Dann erstmal zu dir. Capitana Todo. Grusel Villalo. Naja. So gruselig. Das ist Beatisco, oder? So. Ach so. Der kommt da raus. Ist ja gar keine Tür. Okay. Immer drunter schauen, ne? Bei allem drunter schauen, außer bei Rücken. Pfui. Ständig bleiben. Läuft. 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 Jetzt. Wo ist denn der? Ach so. Hä? Ah, ich dachte. Gut, gut, gut.
Ach ja, genau. Was willst du von mir? Hab ab! Was ist das? Der lässt sich doch killen. Kann man Geist überhaupt killen? Ist nix. Ja, ich merk's schon. Ben überlegt sich viel. Wäre gelogen. Hab sie heute noch so vor? Ah! Danke. Danke! Wirklich sehr nett. Noch keine Hektik. Wir haben ja Zeit. Ganz ehrlich, ich mag diese Steuerung nicht. Ich möchte gerne Touchscreen-Steuerung. Ohne Scheiß. Aber jetzt Angst vor dir? Nein. Boy. So. Und wir machen weiter. Mit diesem Level. Ich glaube, das ist das letzte Level jetzt vorläufig, oder? Den braucht sie auch wahrscheinlich. Immer schön aufpassen, nichts verpassen. Das ist sehr gut aufpassen. Bitte. Eigentlich wollte ich den. Gut. Läuft weit alles. Läuft. Habe ich den? Bitte nehmen. Guck nicht so blöd. Und zieh dir was an! Herr Gott, Sakramenta! Schau doch Kinder zu! Oh! Es fehlt noch ganz ein Haufen Mist. Könntest du bitte mal was auf die Reihe kriegen? Ja, ja. Hergeben. Davon reden. Und wo ist der letzte? Ah! Danke, dass da keine Wand ist. Depp.
War hier nicht irgendwo? Wollte ich doch sagen. Seid ihr nützlich? Nein. Überhaupt nicht. Danke. Mann, nimm doch den! Doch, du Arsch! Ich hasse dich von jetzt an wirklich. Oh, doch, ein Stempel fehlt noch. Wollte ich doch meinen, dass noch ein Stempel fehlt. Das ist nichts für euch, pfui. Fehlt noch ein Stempel. Hört auf mich zu begrapschen, ihr. Was auch immer ihr seid. Ein Stempel, wo könntet ihr sein? Ich suche den Stempel. Ob wir es noch nicht gemerkt haben. Kein Zielwasser, der Gute. Kein Zielwasser. Stempel? Stempel. Stempel. Nein. Ist nicht. Oh, okay. Scheinbar auf Plessy. Ja, gib mir nochmal Gummi mit dir. Immer wieder schön. Augen auf für den Stempel. Augen auf für den Stempel. Jetzt wird's knifflig. Und danke. Aber der letzte Stempel in diesem Stream. Gut, haben wir alles. Dankeschön. Das macht mich stolz, Toad. Danke. Bin ich stolz? Ja. Passt. Schöne Super Mario World Grafiken hier, die Stempel. Ja, ja. So. Da geht's ja noch nicht lang. Erstmal öffnen wir hier noch. Ah, ich gehe noch kurz einen One-Up holen. Tut ja nichts weh. Der ist zu schnell, der Arsch. Ja, ich geb dir die Schuld, Toad. Ich geb dir die Schuld. Was haben wir hier für einen schönen Level? Das wird sehr schön und das sehen wir dann im nächsten Part. Das habe ich im Let's Play schon gesagt, aber das hier war der Stream
4, Bowser's Fury auch, und das wird auch noch sehr schön gespielt. Ich freue mich drauf und ja. Wer das jetzt geschaut hat noch, dann danke ich sehr, sehr fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part. Ja, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Danke und bis dann und tschüss.